Beginnen möchte ich mit der Legende oder den Sagen der Riesen. Sie können auf der ganzen Welt Sagen bei allen Völkern, bei allen Indigenous, bei allen Ureinwohnern finden Sie Legenden und Sagen über Riesen und Zwerge. Bis 2003 hatte ich keine Forschungsergebnisse über Riesen oder Zwerge, hatte dann eine Einladung durch Wayne DeLoria. Er war der bekannteste nordamerikanische Indianer, der über den über unseren Ausstellungskatalog zu mir gekommen ist. Er hat den Ausstellungskatalog angefordert, hat dann Kontakt mit mir aufgenommen und hat mich 2003 zu einem Meeting mit 15 Elders der großen amerikanischen Ureinwohner-Tribes eingeladen. Und das Thema damals war Giants and Little People. Und anschließend an dieses Treffen, das war ein Dreitages-Meeting, was unvergesslich war, habe ich die ersten Kontakte zu Riesenknochen bekommen. Und zwar über eine Internetmeldung aus Brasilien. Da stand nur ganz kurz, dass 1984 ein Pater Carlos Wacker in Loja in der Provinz von Ecuador die Knochen eines 7,60 Meter großen Riesen gefunden hat. Da hat es im Tal, in einem abgeschiedenen Tal, ein großes Unwetter gegeben. Ein Teil eines Bergplateaus ist abgebrochen und die Erde dort ist sehr hart, sehr lehmhaltig. Das war auch der Grund, warum die Knochen nicht vermodert sind. Ist das Skelett bzw. die Knochen, die zerbrochenen Knochen eines 7,60 Meter großen Riesen zutage gekommen. Die Einwohner in der Gegend sind ja sehr abergläubisch. Die haben nur gesehen, dass es riesige Knochen sind. Also das muss irgendein großes Wesen gewesen sein. Die haben den Pater Carlos Wacker gebeten, dass er sich die Knochen anschaut. Und da er viele Jahre in Krankenhäusern gearbeitet hat, wusste er sofort, wie er die Knochen gesehen hat, es handelt sich um ein humanoides Wesen. Und ich zeige Ihnen hier auf diesem Foto sehen Sie rechts oben Professor James Hurtak, ein amerikanischer Forscher und Wissenschaftler, der in Südafrika vor einem riesen Fußabdruck in einem Stein steht. Er hat ihn untersucht. Er sagt, es ist sicherlich nicht menschlich bearbeitet, sondern es ist ein natürlicher Fußabdruck. Dieser Mensch müsste in etwa auch zwischen 7 und 8 Metern groß gewesen sein. Hier sehen Sie eine Nahaufnahme. Der Fuß existiert und wurde durch mehrere Wissenschaftler schon untersucht. Es ist tatsächlich ein versteinerter Abdruck. Hier sehen Sie Knochen, die ich bei der Familie des verstorbenen Padre Wacker dann ansehen durfte. Er hat die einzelnen Knochen beschrieben, welcher Teil des menschlichen Körpers sie sind. Hier zum Beispiel ein Teil der Schädelplatte. Die Knochen müssen dermaßen alt sein, weil Teile des Blutes oder der Schädelflüssigkeit kristallisiert sind. Die Erde dort ist sehr lehmhaltig und dadurch sind die Knochen auch erhalten worden. Wir haben DNA-Analyse anhand einiger Knochen versucht am Gerichtsmedizinischen Institut in Salzburg. Dort gibt es den einzigen archäologischen DNA-Forscher in Österreich, der die ganzen Hallstatt-Kelten-Skelette untersucht hat, dort auch die Krankheiten und so weiter feststellen konnte. Er hat wirklich sein Bestes gegeben und meinte aber, es ist absolut keine DNA-Spur mehr zu analysieren gewesen. Dieses Bild zeigt einen Knochen. Ich durfte bei der Familie 8 Stück der Knochen aussuchen und habe natürlich versucht, einen Knochen zumindest zu finden, den man eventuell auch anatomisch dann in Österreich feststellen kann. Und Sie sehen hier auf diesem Foto einen Knochen, den ich hier im Original mit habe. Es ist definitiv laut Professor der Anatomie in Wien an der Universität ein Teil eines humanoiden Fersenknochen. Das heißt, 5-mal größer als ein menschlicher Knochen. Der Professor war dermaßen erstaunt. Ich habe auch einen zweiten Knochen und einen dritten Knochen ihm gezeigt.
Der zweite Knochen war dann dieser, wo er meint, das sieht effektiv wie ein humanoides Nasenbein aus. Und der dritte Knochen wie ein Os occipitale, das heißt ein menschlicher Unterschädelknochen, der es uns möglich macht, den Schädel kreisförmig zu bewegen. Im Normalfall sind diese Knochen, Os occipitale, unsere Knochen so groß, und jedes Mal hat er Vermessungen vorgenommen und hat gemeint, es sieht definitiv aus wie humanoid, kann aber schwer möglich sein, weil es ist circa 5-mal größer. Er hat am nächsten Tag diese 3 Knochen im Original von menschlichem Skelett mitgebracht, hat noch einmal Vergleiche angestellt und sagt auch, es ist eigentlich humanoid, vor allem der Fersenknochen. Ich habe dann auch mit Anthropologen gesprochen, es ist kein Tier bekannt, vor allem kein Affe, der ein Fersenbein hat, das diesem hier entspricht. Jetzt gibt es Aufzeichnungen von Chiesa de León, einem spanischen Historiker, der für die Conquistadores die Aufzeichnungen gemacht hat, von 1570, wo er schreibt, heute fanden wir an der Küste von Esmeraldas, an der Pazifikküste von Ecuador, mehrere menschliche Skelette, die 5-mal größer waren als wir. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass der normale Mensch damals, der normale spanische Mann, ca. 1,50 Meter, 1,60 Meter groß war und dieses wieder auf 5-mal multipliziert, dann haben wir genau die 7,50 Meter, von denen bei diesen Knochen auch im Original gesprochen wird. Museo de las Culturas Aborigines in Cuenca haben wir dieses sogenannte Zeremonialbeil gefunden, das wir dann auch in der Ausstellung zeigen durften. Es ist ein Granitbeil, 70 cm lang, so perfekt gearbeitet, dass man die Schnur, die wir herumgebunden haben, auch dort die Einbuchtungen hat. Das heißt, an dieser Stelle wurde das Beil auch festgebunden. Das Beil selber ist sehr, sehr schwer. Ich durfte es herausnehmen aus der Kiste und in die Vitrine geben. Also für mich ist es sicherlich mehr als ein Zeremonial-Axt, denn in dieser Größe, mit der Arbeit, so ein Beil herzustellen, ist sicher eine schwere Arbeit. Und vor allem auch wiederum Vermessungen mit dort gefundenen Normalsteinaxten und einer Multiplikation von 5 sind wir wiederum bei der mystischen Zahl 5-mal größer. Das heißt, ein Mensch mit 7,50 Meter, 7,60 Meter Größe wäre sehr wohl leicht in der Lage gewesen, dieses sogenannte Zeremonialaxt auch als Axt zu verwenden. Und das ist meine Vermutung, dass Legenden von sehr, sehr großen Menschen. Wir haben für die Ausstellung 2004 im Mystery Park von Erich von Däniken in Interlaken über einen amerikanischen Künstler, der mit mir in Ecuador bei der Familie Wacker war, der dort Knochenvermessungen vorgenommen hat, hat er ein Modell aus Plastik hergestellt mit einer Größe von ca. 7,60 Meter, genau 7,60 Meter. Der Schädel selbst hat ungefähr die Größe, dass man ihn mit 2 Mann umarmen kann. Und es ist genau ausgerechnet 5-mal größer, also die Größe von 7,60 Meter. Sie sehen hier selber im Hintergrund einen Menschen sitzen, wie alleine der Schädel und das Knochengerüst groß ist. Natürlich wissen wir nicht, wie dieser Humanoide ausgesehen hat. Das Alter muss sehr, sehr hoch sein, dieser Knochen, denn wie ich vorher schon gesagt habe, Teile der Knochen sind kristallisiert. Hier sehen Sie eine Grafik mit dem Fußabdruck in Südafrika, der 130 cm lang ist. Das entspricht auch ungefähr der Fußgröße, der Skelettfußgröße des Modells, das wir in Interlaken hergestellt haben. Ein normaler Mensch mit 27 cm Fußlänge hätte die Größe von 1,70 m und die Schuhgröße Nummer 41 und dieser Humanoide hätte die Schuhgröße von 177 und die Größe entspräche ungefähr von 7,60 m. Auch hier wieder diese Parallelität mit der Größe 5-mal größer. Aus Utah in den USA
Da wurden schon mehrere Gräber aufgemacht bzw. gefunden. Und Sie sehen hier eines der Skelette, das auch wiederum die Größe von 2,60 Meter hat. Es gibt in den USA viele, viele Zeitungsberichte. Und das Interessante ist, dass das alles Archivzeitungsberichte sind, die datiert sind von 1870 heraufgehend bis ca. 1920, 1924. Ab 1920, 1924 hat es dann nur mehr sehr selten Zeitungsberichte gegeben, wo Mounds, also diese Hügelgräber, geöffnet wurden und wo darüber berichtet wurde, dass dort Skelette gefunden wurden, die über 2,50 Meter groß waren. Aber das Interessante in den Archiven, dass genau drinnen steht, wer der Archäologe war, dass es nicht ein Einzelfall der Zeitungsberichte ist, sondern dass es immer wieder mehrere Berichte darüber gegeben hat, auch in der New York Times und anderen sehr anerkannten Zeitungen, und dass diese Berichte meistens geendet haben mit der Aussage, die Skelette wurden in das Smithsonian Institution gebracht. Wayne Deloria, der selbst mehrere Bücher geschrieben hat und sein letztes Buch war eben über Riesen und Zwerge, Little People, laut seinen Aussagen, was vorhin Heinrich Kuppert schon erwähnt hat, hat Smithsonian eine Schiffsladung voll irgendwelchen Sachen im offenen Meer versenkt. Komisch ist, er selbst versuchte bei Smithsonian den Spuren dieser Skelette, dieser Ausgrabungen nachzugehen. Es wurde ihm aber immer nur simpel gesagt, dass es solche Skelette eigentlich bei ihnen nie gegeben hat. Warum kann man nicht zugeben, dass es eben Menschen gegeben hat, die... Prevenidos del sorprendente hallazgo, viajamos a la provincia de Loja para dialogar con el custodio del gigantesco fósil. ¿Cómo está? Rolando Pancha. A sus 86 años, el padre Carlos Miguel Vaca se muestra totalmente lúcido y por ello recuerda que fue el 10 de diciembre de 1965 cuando se produjo el hallazgo del gigante. Mis feligreses de Chancaimina me llevaban huesos. ¿Y estos huesos qué son? Son humanos. Estúdielo usted. Y eran de estructura humana, anatomía humana. No tenían diferencia. Lo único, la diferencia es de la enormidad, del rótula, del cerebro, de las manos, del tronco, de las extremidades. Le dije, pues, vamos a hacer una expedición. Me ayudan. Entonces buscaron por ahí personas que fueran al cocino, otros a dar refrescos y otros a cavar. Vamos a hacer la excavación. Entonces nos dividimos ahí entre 25 personas. Entre 25 personas. Y comenzamos, dimos en el lugar donde estaba la cabeza y sacamos huesos de la cabeza, como se encuentra aquí. Después del tronco y de las extremidades. Y según cálculo de la excavación, era 7 metros, donde comenzaba la cabeza y los pies allí. Y en un terreno preparado para que pueda conservarse el esqueleto. Ahí viene el Génesis, en el capítulo 6, versículo 5. Y hubo gigantes en aquel tiempo, jayanes, hombres de nombradía, los que construyeron la Torre de Babel, la pirámide de Keos y otras obras monumentales gigantescas en el mundo.
Hay obras bellísimas, ediciones distintas de la Biblia, pero esta trata a los gigantes. El Génesis, Números, Deuteronomio, Josué, Sabiduría y Baruj, distintos capítulos y versículos. De modo que es una cosa inamovible porque es palabra infalible de Dios. Asimismo, el sacerdote asegura que esta civilización de gigantes podría ser producto del cruce entre humanos y alguna raza extraterrestre. ¿No se contrapone lo que usted me dice con las creencias de la Iglesia Católica? Absolutamente. Porque la religión católica lo que quiere es avance de la ciencia, del arte, la libertad, pero no en materialismo. Siempre defiende el principio de que todo es con Dios. ¿Usted cree en los extraterrestres? En los extraterrestres hay que creer en el sentido. La Sagrada Biblia, que es palabra infalible, dice: hay rebaños, hay ovejas y otro redil, pero yo tengo que reunirlas a todas. Y de todos de esos rebaños, formar uno solo. Esto nos obligó a profundizar nuestra investigación. Y así nos trasladamos al sitio donde fue hallado el fósil. La cabeza, viste cómo era aquí, el seso hallaron. Y la costilla hallaron como abajo así. Era largo, todo era de gigante. Así, la costilla era más grande de mi brazo, pero el grosor era así, una chulla costilla. Un diente, si sí, bien allá también era enorme el diente, sí. Este me lo llevó el parcita. Unos dientes también grandotes. ¿De qué porte, sí? De porte, sí, eran así los dientes. Grandotes. ¿Y no eran dientes de animal? No eran de animal. Eso era de, así, de humanos. ¿Cómo sabe? O sea, ¿cómo llega usted a esa conclusión? Por el seso, parecían que era del... De lo de adentro, el tuétano que llamaban nosotros. Ya. Por eso decían que no era animal. Y según los huesos, las mandíbulas, todo eso. De ya. Es distinto las mandíbulas de un animal con las de un ser humano. Además que ustedes han visto animales muertos y no se parece a eso. No se parece a eso. Sí, ese ¿Y era no era un eso. Animal? No, animal no era. Era ¿Por qué no era un animal? Era gigante, conocido siempre que era... Por la muela, si era mejante, no era animal, era este gigante, decían que era. Todo así acostado a lo largo. Sí. Padre Vaca, ¿por qué nunca reveló este hallazgo? Esperando el momento providencial, que no sé si decirlo sea este.